Viparitakarani ist eine Mudra, die als Ganzes auch als Viparitakarani Mudra bezeichnet wird. Und Viparitakarani Mudra ist die Umkehrhaltungsmudra. Viparita heißt umgekehrt, umgedreht. Karani heißt Form oder Tun oder gemacht. Und Viparitakarani heißt ein das umgekehrte Tun, heißt aber auch das umgekehrt Gemachte. Und Mudra ist die Energie-, Erweckungs- und Lenkungshaltung. Mudra hat ja viele Bedeutungen im Yoga. Mudra heißt wörtlich Siegel oder auch Symbol. Also ein Mudra kann ein Symbol sein für etwas, kann auch ein Siegel, ein Zeichen für etwas sein, kann auch etwas sein, was etwas öffnet. Mudras kann sich beziehen auf Fingerhaltung. Es gibt die verschiedenen Fingermudras. Zum Beispiel gibt es Chin Mudra, wo der Zeigefinger den Daumen berührt, oder es gibt Vishnu Mudra, die Handhaltung für die Wechselatmung. Im indischen Tanz gibt es so viele Mudras, mit denen verschiedene Stimmungen und auch verschiedene Aspekte Gottes und verschiedene Hauptpersonen dargestellt werden. Es gibt auch Zungenmudras, mit denen du Energiewirkungen haben kannst. Es gibt Kopfmudras und so weiter. Und es gibt die großen Mudras im Hatha-Yoga, ich nenne sie auch gerne die Ganzkörpermudras. Und dazu gehört zum Beispiel Mahamudras, die einbeinige Vorwärtsbeuge, wie auch Viparitakarani-Mudra. Und Viparitakarani-Mudra ist dann die Umkehrhaltung. Viparitakarani-Mudra kann aus dem Kopfstand geschehen, aus dem Schulterstand oder auch dem gestützten Schulterstand. In Viparitakarani-Mudra wird also der Körper in die Umkehrhaltung gebracht und das wird verbunden mit bestimmten Konzentrationstechniken, mit bestimmten Atemübungen, mit bestimmten Mantras. Denn Kopfstand, Shirshasana und Sarvangasana, Schulterstand, sind nicht automatisch Viparitakarani-Mudra. Wenn eine Umkehrhaltung, man könnte auch sagen Viparita-Asana, verbunden wird mit bestimmten Konzentrationstechniken, Bewusstseinslenkungen, Mantra-Visualisierung und dann ausreichend lang gehalten wird, dann wird die Asana zur Mudra. Dies ist jetzt ein Sanskrit-Lexikon-Eintrag, kein praktisches Hatha-Yoga-Video. Wenn du mehr wissen willst, auch praktische Anleitung für Viparitakarani-Mudra, mehr wissen willst über die Wirkung von Viparitakarani-Mudra und wann du es üben kannst und wie du es üben kannst, dann geh auf unsere Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Gib oben ins Suchfeld ein, Viparitakarani Mudra, entweder in einem Wort oder zwei oder drei Worten, und dann findest du eine Menge Informationen über Viparitakarani Mudra.